Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Take two. Wir spielen Project High Rise. Mit dabei ist auch mal wieder, wie fast immer, der liebe Nitrame. Hallo. Der jetzt, glaube ich, gar nicht checkt, dass wir gerade wieder von vorne anfangen. Wird natürlich auch verwirrt sein. Auch mit dabei, an meiner linken Seite, deshalb hört ihr uns vielleicht auch ab und zu mal doppelt, die liebe Luna. Hallöle. So, jetzt haben wir genug Ansagen gemacht. Noch was Wichtiges, was ich jetzt nicht erwähnt habe. Das schwarze Ding neben mir. Das schwarze Ding neben dir hört man ab und zu, ja, das, was du da Hund nennst da. Und was auch noch passieren kann, ist, dass wir uns komisch anhören, weil wir hören uns selber. Dann spricht man unter Umständen ein bisschen anders. Oder verhaspelt sich mal, weil man sich halt selber hört und sich das komisch anhört. So, wir starten ein neues Spiel. Und zwar mit dem Pitch. Für alle, die Twitch-Welt nicht kennen, ich weiß, ihr im Livestream hat das jetzt alles doppelt, aber ist mir scheißegal. Twitch-Welt ist unser Freizeitpark-Planspielpark. Und das heißt, direkt neben diesem werden wir diesen Tower bauen, zumindest quasi im Kopf. So, Subunternehmer, was, falls das denn das Leichteste ist. Ach so, das steht hier. Am Bodenunternehmer mit zu wenig Geld, Subunternehmer mit großzügigem Geldbetrag. Okay, dann passt das ja. Und Karte machen wir extra groß. Grundstückgröße. Gut. Noch was einzustellen? Nein. Für den Ausgangszustand nur, okay. Dann starten wir mal. Genau, eine Sache habe ich noch was vergessen. Ja, ich spiele dieses Spiel komplett blind. Ich spiele das allererste Mal. Also, falls irgendwer es daneben geht, wisst ihr jetzt warum. So, das ist unser Tower. Also, Tower ist gut. Wir haben halt nur die. Nur das Erdgeschoss. So, und dann. Das erste, was wir machen, ist dann direkt mal. Zwei neue Etagen oben drauf ziehen. Und nein, wir machen das nicht so wie die meisten YouTuber und bauen direkt Aufzüge, sondern solange das Gebäude noch nicht so hoch ist, können wir erstmal ruhig Treppen nutzen. Hab ich immer schön sportlich bleiben. Genau, genau. Und ich für meinen Teil bevorzuge auch Treppen zu behalten. Im Spiel musst du das nicht tun. Aber in echt würde man es nie so machen, dass man halt nur Aufzüge hat, weil der kann ausfallen. Und beim Stromausfall kommst du dann nicht mehr runter. Das geht in echt nicht. Oder wenn es brennt. Zum Beispiel. Ja, beim Brand sollst du ihn nicht nutzen, weil der die Technik ausfallen könnte und dann bist du eingesperrt. Okay. Es ist nur verboten, es ist nicht unmöglich. So, spulen wir mal ein bisschen vor. Damit die da auch alles fertig bauen. Ja, Elke, ist richtig so. Eigentlich hätte Bailey auch ausholen müssen. Auch was müssen? Ausholen. Ach so. Verstanden. So, jetzt müssen wir fertig, bis sie da fertig. Bis sie da fertig werden. Warten, bis sie da fertig werden. Hier, die Verteiler können wir schon mal da hochsetzen. Umkriegen die Büros sowieso, die dann da oben sind. Geschwindigkeit. Oh, und erwartet Kopierservice. Braucht ihr denn irgendwas? Oh, die wollen noch gar nicht rein.
Von Restaurants, okay. Mal erstmal hier einziehen. Ihr Service kommt dann gleich. Ja, der müsste hier, nee. Der müsste den denn? Da. Wir in die mittlere Etage quasi. Noch ein bisschen vor. Ja, am ersten Tag haben wir jetzt natürlich schön Minus gemacht. War ja quasi klar. So, wie lang ist denn so ein Büro? Hier. Bauen wir hier nochmal 8 dran? 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das passt. Wenn nicht, dann nicht. Nee, passt nicht, ist einer zu viel. Egal. Oh, da unten fehlt noch. Kann ich jetzt abreißen? Da. Ah ne, da muss das. Dann aber vorher nur noch zwei. Okay, jetzt haben wir noch ein Versicherungsbüro mehr, was wir noch. Und dann erweitern wir doch auch noch mal. Vorher nur noch 3 statt 4. Hier gebaut hab. Ja, gar nicht so weit ziehen müssen. Egal. Versicherungsetage ist dann erstmal fertig. Irgendwoher erinnert mich die Grafik. Ich weiß gar nicht wieso. Okay. Ich weiß gar nicht an was. Irgendwie Spiel. Müsste so ähnlich sein wie bei SimTower. Im inoffiziellen Vorgänger quasi. Das meine ich nicht. Ich meine die Grafik an sich, dass das Spiel, dass das schon mal gibt, ja, das weiß ich. Aber Grafik müsste aber auch so ähnlich sein. Na gut. So, und hier vorne bauen wir dann jetzt unser erstes Resurrect. So, hätte nur 3 breit sein müssen, egal. Das ist ja ein geiler Name für ein Restaurant. Schnelle, authentische Suppe. Okay. Naja, passt doch, oder? Was willst du denn mehr? Hauptsache, es ist authentisch. Genau.
Ah, gibt es Frühstück und Mittagessen? Mittagessen, nur mit Frühstück da. Kriege ich da denn jetzt irgendwie Strom hin oder war das jetzt eine blöde Idee, das da zu bauen? Ah, über den Verteilerschrank, sehr schön. War es ja gar nicht so schlecht, dass ich einen zu breit gebaut habe. Genau, der muss da jetzt noch einziehen. Warte mal ein bisschen. Auch schon mal die nächste Etage drauf. Ach nee, da haben sie einen vergessen. Den ganz außen, den haben sie noch nicht fertig. Ist doch wieder bescheuert. Jetzt die Buchhaltung da. Größere Auswahl an Restaurants. Ach so, der ist weg. Okay. Restaurant ist einfach abgehauen. Machen wir Sushi. Ich habe einmal in meinem Leben Sushi gegessen und es schmeckt überhaupt nicht. Aber es war auch fertig Sushi. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Das vielleicht ein Fehler war, dass ich mir Fertiges gekauft habe. Jeder hat keinen Strom. Kein Strom, das ist schlecht. Ach. Ja, im Verteiler kommt Strom an, aber nicht im Laden. Natürlich selten dämlich. Ein bisschen. Jetzt da auf Strom. Sollte dann auch bleiben. Wollen noch nicht. Und die brauchen dann gleich schon einen Telefonanschluss. Okay. Dafür haben wir eine Etage. Täglich ist 70.000. Miete gestern 69. Achso, du hast hier noch Mini-Aufgaben. Ja, die kannst du auch. Halt selber kannst du da noch irgendwelche Verträge abschließen. Aha, okay. Was meinst du mit Verträgen? Also Belegschaft des Gebäudes auf 50 Personen erhöhen, zum Beispiel. Dafür erhalten sie 500 sofort und 1500 nach Abschluss. Oder halt auch Einkommen von 2000. Da kriege ich dann, also wenn ich mein... warte mal. Wachsendes Einkommen... 3000 muss ich versehen. Tägliche Mieteinnahmen. Mhm. Wir machen jetzt erstmal hier, wir brauchen mehr Menschen. Büros, ah, die kriegen wir auch relativ schnell.